Ja, Leute, willkommen zurück zu Wind Waker HD. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben quasi, ich nenne es jetzt einfach mal den ersten Teil der Prüfung, haben wir jetzt bestanden. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir dann jetzt quasi als nächstes machen. Und dazu müssen wir, also dazu würde ich mal sagen, begeben wir jetzt wieder an Bord unseres Bootes. Und ja, versuchen wir mal darüber zu schippern. Ich habe ja keine Ahnung, wie hier die richtige Reihenfolge ist oder ob es hier überhaupt eine richtige Reihenfolge gibt. Ich glaube nicht. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie eine Lösung oder sowas angeguckt. Nee, ich glaube, dass das wirklich random ist, wie wir es machen. So, wahrscheinlich müssen wir hier diese Dinger darauf tun. Hoppala. Nee, das... Ja, ich wollte das schon, aber ich muss zuerst einmal das Ding da drauf tun. Genau. Ja, ich glaube, so genau muss das jetzt eh nicht sein. Ja, vielleicht ein bisschen genauer. Genau, Link. Ja, genau. Sesam, öffne dich. Mhm. So. Und was genau wird denn hier verlangt? Hoppala. Ja, wir können da eh rauf. Okay, ja, man muss sich das mit Sicherheit zuerst einmal ansehen. Ja, genau, rauf. Rauf, Link! So, da kommt das Wasser dann wahrscheinlich raus und jetzt kann ich... Hoppala! Aber ich kann trotzdem rüber. Okay, wir müssen... Ach so, da drüben ist ja Feuer. Moment. Da drüben ist Feuer. Das heißt, wir müssen definitiv mit diesen komischen Schwertern, die wir da immer zwischendurch gehabt haben... Aber ich gehe mal davon aus, dass wir... Müssen wir die Dinge hier ab... Nein, das... Hoppala. Ja, okay, ein Herz können wir auch brauchen. Warum auch nicht? Hoppala. Okay, ich glaube, wir müssen den ganz rechts hier in die Mitte tun, damit wir hier einen besseren Übergang haben. Also das glaube ich nicht nur, sondern da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt... sogar sicher. Ja, greifen, genau. Und den ein bisschen weiter quasi in die Mitte tun. Damit wir hier einen tadellosen... Ja, okay, nicht alle... Also quasi nicht alle Kisten... Warum wird die Kiste nicht nach oben? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Nee, ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum die Kiste da nicht ganz... warum die Kiste nicht nach oben geht. Nee, das checke ich jetzt... Nee, runter. Da in die Mitte. Und jetzt für alle Fälle wieder auf die Kiste. Ah gut, die ist die... Ja, okay, jetzt geht sie mit. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich hier... Ach so, die werde ich wahrscheinlich auch eher in die... also quasi ein bisschen weiter in die Mitte. Und dann können wir die brennenden Schwerter oder was auch immer das sein sollen... können wir die mehr oder weniger rüberbringen, ohne nass zu werden. Weil die Dinger dürfen ja, glaube ich, nicht nass werden, ne? Mhm. Ja, rauf mit dir, Link. Komm schon. Ja, ab und zu stellt er sich echt ein bisschen dämlich an. Mhm. Ach so, hier... Ach so, ich muss den da hinten auch noch... okay. Ja, wäre ja auch etwas zu schön, um wahr zu sein, wenn das jetzt wirklich schon alles gewesen wäre, ne? Aber gut. Und so leicht ertrinkt Link jetzt auch nicht unbedingt. Aber das, also ich merke schon, das sind halt relativ, blöd gesagt, zeitaufwendige Aufgaben. Aber wäre ja auch langweilig, wenn die nach 5 Minuten schon irgendwie vorbei wären oder so, ne? Hoppala. Ja, die Kisten kommen ja danach, das ist logisch. Geht sich das überhaupt aus? Ne, ich muss das Ding eindeutig noch 1-2 Millimeter, nein, nicht so flink. Ja, Link ist mir teilweise etwas zu schnell hier. So, und jetzt? Genau, nein, nicht so weit, glaube ich zumindest. Nein, nein, rund! Link! Ja, wenn die Steuerung nicht ab und zu ein bisschen... Nein! Beschissen wäre. Okay, jetzt kann ich wenigstens nochmal genau schauen. Ja, das müsste sich jetzt ausgehen. Wenn ich die andere Kiste dann vielleicht noch ein paar Millimeter zurückschiebe, geht sich das genau aus, oder? Mhm. Genau.
geht sich aber wirklich punktgenau aus. Nee, zurück. Zurück. Genau. Ja, das ist nämlich das Coole daran. Und die hier auch noch ein Stück... Oder geht sich das aus? Ja, es geht sich schon aus, aber ich werde die andere Kiste auch noch ein paar Millimeter zurückschieben. Mhm. Nein! Was macht... Okay, das war jetzt schlecht, oder? War das jetzt schlecht oder gut? Ja, aber den Übergang schaffen wir, glaube ich, trotzdem, oder? Nein, eben nicht. Verdammt, muss ich jetzt das Ganze nochmal machen? Ach, komm. Ja, das war jetzt eigentlich nicht meine Absicht. Wobei, wenn ich jetzt jeden Einzelnen noch ein paar Zentimeter mehr oder weniger zurückschiebe. Genau. So nochmal und nochmal. Genau. Greifen. Nein, nicht kaputt machen. Genau. Dann müsste sich das eigentlich auch ausgehen, oder? Schauen wir mal. Ja, im Endeffekt geht es nur darum, dass die Fackeln eben nicht wirklich nass werden dürfen. Ja, jetzt geht es sich aus. Aber gleich mal wieder zurück, genau. Jetzt hole ich mir einen von diesen Schwertern. Ja, genau. Also ich weiß nicht einmal, ob das wirklich jetzt Waffen sind oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Komm schon. Komm schon. Eigentlich eine relativ simple Aufgabe, wenn man sich das Ganze jetzt so ansieht. Voll easy irgendwie. Nein! Das sagt er noch voll easy, der Idiot, ne? Ja, ich muss... Also Link darf nicht zu weit hüpfen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Mhm. Ja, und wenn wir auch zwei Parts brauchen, ist es auch nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit, ne? Wäre eh langweilig, wenn wir pro Part nur eine... wenn wir pro Aufgabe nur einen Part brauchen würden. Aber ich glaube auch, wir können hier die Entfernung gar nicht so richtig, wenn man es jetzt genau nimmt, optimieren, ne? Nein! Nein, 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 nein. Okay. Verdammt. Okay. Wir müssten die andere Kiste, also das ist die dritte gewesen, also wir müssten quasi die hier noch ein paar, ja, das müsste reichen, die noch ein bisschen zurück, genau. Gerade das Link nicht irgendwie... Ja, das geht mir schon langsam ein bisschen auf den Senker, sage ich ehrlich, wie es ist. Aber was soll ich machen? Das ist leider unsere Aufgabe hier. Ja, wir müssen einfach... Und die dritte hier, würde ich sagen, eben noch ein paar... Ja, eben auch noch ein paar Zentimeter. Viel mehr ist es eh nicht. Wieder zurück. Genau. Hätte ich die andere jetzt nicht unabsichtlicherweise... Ja, es war wirklich keine Absicht, dass ich die andere jetzt kaputt mache. Nein, das war wirklich nicht meine Absicht. So. Genau. Genau, eins davon nehmen. Oh Mann, ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe. Ja, jetzt müssen wir nochmal warten, bis das Wasser abgeronnen ist. Aber jetzt dürften wir es normalerweise ganz gut hinkriegen, würde ich sagen. Nein, ich finde solche Dungeons, also solche Aufgaben, finde ich dann wiederum, ja, muss ich ehrlich sagen, ganz cool. Okay, jetzt kommt das Wasser wieder hoch. Genau. Ja, solange wir immer... Was zum... Ach so, und das Ding landet dann automatisch unten. Aber das müsste sich doch ausgehen. Das gibt's doch gar nicht. Nee, Leute, also... Ach so, wir können uns das Teil jetzt eh wieder holen. Ach so, die sind beide an derselben Stelle. Ja, wir sind ja an derselben Stelle quasi mehr oder weniger immer wieder gelandet, wenn man es jetzt so... Ja, ich sollte am besten die Klappe halten, wenn ich es nicht kann, ne? Ja, für normal müsste dann quasi der zweite vielleicht noch ein, zwei Zentimeter zurück, aber das kann es echt nicht sein, Leute, also... Und ich kann aber hier auch nichts anderes tun. Also er darf auf gar keinen Fall mit dem Wasser in Berührung kommen, soweit ich jetzt mitgekriegt habe. Aber das müsste normalerweise jetzt reichen. Und da oben stehen... Nein! Jetzt ist das... Okay, ja, den dritten müssen wir eindeutig noch ein bisschen zurücktun. Nicht... Oder? Also den... Ja, den... Oder den noch ein bisschen...
Nein, 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 runter, Link. Runter. Ja, jetzt können wir nochmal schauen. Also zwischen denen beiden ist definitiv zu viel Abstand. Das heißt, den muss ich noch ein paar Zentimeter nach vorne tun. Und den nachfolgenden... Oh Mann, ist das dämlich, Leute. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen was sage, aber... Greifen, genau. Ja, genau. Und den da vielleicht auch noch. Ja gut, den habe ich ja extra optimiert, damit er nicht so... Ja, wäre jetzt echt interessant, ganz ehrlich. Ja, aber wir können das... Okay, er springt. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, so dass ich es jetzt nicht nochmal verhunze. So kommt er genau drauf. Den zweiten überspringt er leider. Das heißt, der muss jetzt... Das heißt, ich muss den hier... Das heißt, ich muss den hier noch ein bisschen so und trotzdem den noch ein Stück zurück. Das müsste sich jetzt ausgehen, oder? Moment, ja, ich gehe nochmal. Ja gut, die Reihenfolge ist jetzt ein bisschen anders gewesen, aber Moment. Ja, das ist wurscht. So. Ah! Aber er kann sich ja nicht festhalten, wenn er das Ding in der Hand hält, oder? Kann er das? Ich weiß es gerade nicht, ganz ehrlich. Den da vielleicht noch ein paar... den da vielleicht noch ein paar Zentimeter zurück. Genau. Ja, probieren wir es. Ja, probieren wir ihn überstudieren. Ach so, jetzt habe ich... Jetzt sind diese ganzen Scheißdinger da unten, oder wie sehe ich das? Ja, trotzdem, das geht sich jetzt aus. Genau. Aber wofür ist dann das kleine, also die kleine Kiste dann da? Das verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht ganz. Ja, weil jetzt kommt das Wasser. Er lässt das Ding jetzt automatisch fallen. Oder? Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe. Ja, wenn ich jetzt zurückgehe, ist das ganze Rätsel dann verhunzt, oder? Ja, probieren wir es nochmal. Aber ich glaube nicht, dass das dann... Also, oder wird das dann automatisch... ja, dann ist das wieder resettet. Ja, kann man nichts machen. Egal, Leute, also... Ich sag's ehrlich, wie es ist, dann müssen wir das halt nochmal... Ja, im Schwimmen geht das ein bisschen schlecht, aber... ja, definitiv müssen wir... jetzt schaue ich nochmal wegen dem ersten Sprung. Der erste Sprung geht sich hier locker aus. Das heißt, den ersten müssen wir definitiv so lassen. Den da vielleicht um... Genau, um ein Stück zurück. Den da... Ja, das mit dem Wasser ist ein verdammt beschissenes Timing, sage ich ehrlich, wie es ist. Aber was soll ich machen? Ich kann leider, so gesehen, im Wasser kann ich ja nichts machen. Weder schieben noch irgendwas anderes. Nein, runter. Schieben. Aber nicht weit, Link, nicht weit. Jetzt muss ich dann ganz kurz testen, wenn ich jetzt da hochkomme. Ja, hoch! Ja, Leute, ich muss es immer wieder aufs Controlling schieben, weil er tut einfach oft nicht... Nein, 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 rauf. Also, wir kommen hier an. Dreh dich mal um, Link. Ja, genau. Und jetzt... Warum springt er denn auch, blöd gesagt, so weit? Das dürfte eigentlich in dem Fall gar nicht sein. Deswegen schiebe ich jetzt mal die beiden etwas näher auseinander. Ja, deswegen ist es auch so zeitaufwendig, weil das Wasser immer wieder stört. So, trotzdem muss ich dann hier von dieser Seite aus... Trotzdem kapiere ich ehrlich gesagt nicht ganz, wofür die Kleinen da sind. Ich meine, es wird schon irgendeinen Zweck erfüllen, kein Thema. Aber welchen? Moment, ja, ich gehe... Ich wollte eigentlich gerade rauf. Ja, man hat's gesehen, oder? So. Das heißt, hier rauf. Ja, dann eben nicht. Ja, ja, wenn Link so kompliziert denkt. So, und jetzt schauen wir mal. Okay, ausgerechnet bei dem offiziell zweiten bin ich etwas zu nahe dran. Das heißt, hierher. Das heißt auch dementsprechend
das nochmal hierher. Und die dritte unter Umständen eben auch. Ja, das macht jetzt nichts. Nee, das macht jetzt gar nichts, weil jetzt können wir es ja gleich nochmal testen. Wie weit das Link wirklich springt. Nein! Man drückt nur einmal ein bisschen zu weit rechts oder links und schon... Okay, trotzdem müsste sich das jetzt ausgehen von der Distanz her. Vielleicht ist dann die ganz rechts die Kiste die große für den Arsch. Aber sehen wir eh gleich. Ja, das Timing, glaube ich, ist ungefähr eine Minute, oder? Ist das überhaupt eine Minute? Also hierher. Dann hierher. Okay, jetzt ist es der hier, der feigelt. Alles klar. Den müssen wir auch ein paar Zentimeter quasi rüber. Genau. Mhm. Den müssen wir quasi... Ja, genau. Und den hier mehr oder weniger eben auch. Weil die beiden bilden dann quasi... Fast quasi einen Übergang. Mhm. Okay, das geht sich jetzt nicht mehr aus. Ja, ich wusste, dass sich das jetzt nicht mehr ausgeht, aber das macht jetzt nichts. Das heißt, der eine ganz rechts... Ist jetzt mehr oder weniger überflüssig. Ja, jetzt springt er wieder daneben. Ja. Aber das müsste sich jetzt ausgehen. Ja, jetzt probiere ich es nochmal. Weil dann ist nämlich der ganz rechts überflüssig. Vielleicht ist die kleine... gar nicht mal wirklich gebräuchlich, will ich jetzt mal so sagen. Ja, ich probiere jetzt mal ohne dieses Ding eben den nächsten Lauf. So. Einmal. Zweimal. Dreimal? Viermal? Ja! Ja! Ich weiß zwar nicht, ob er sich jetzt festhält. Das ist jetzt eben die Frage. Deswegen werde ich jetzt nochmal den vorletzten noch einen... Ja, genau. Genau. So müsste es jetzt funktionieren, Leute. Mhm. Genau so müsste es jetzt funktionieren. So. Ja, Leute, probieren wir es auf gut... Ja, wir müssen es trotzdem mehr oder weniger auf gut Glück probieren, weil... Ja, warum sind da eigentlich immer nur zwei drinnen? Das verstehe ich nicht. Ja, wir warten nochmal, damit das Wasser mehr oder weniger komplett ist. Weil, ja, jetzt haben wir schon wieder ein paar Sekunden verloren. Ich glaube, dass es immer eine Minute ist, oder? Naja, nicht ganz so. 30, 40 Sekunden sind das, glaube ich. So, Leute, wünscht mir bitte Glück. Der Countdown läuft, wie man so schön sagt. Komm schon. Ja. 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 Und nochmal. Nochmal. Und? Nochmal? Und? Ja, Leute, wir haben es geschafft. Super. Ich freue mich wie ein kleines Kind, das ein Lolli bekommen hat. So, jetzt brauche ich das Ding eigentlich rein theoretisch nicht mehr, oder? Jetzt kann ich es ja werfen. Geil. Super. Du hast einen kleinen Schlüssel gefunden. Damit kannst du eine verschlossene Tür in diesem Labyrinth öffnen. Okay, das soll ein Labyrinth gewesen sein. Okay. Ja, habe ich... Oh, da kommen Gegner. Ach, du. Da kommen Gegner. Nee, verpisst euch. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ist so. Das war quasi jetzt nur so eine Art Zwischending, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Ja, macht ja nichts. Aber das Wasser kommt hier, glaube ich, hoch. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt runter, oder? Ja. Das Wasser kommt jetzt runter. Genau, und jetzt setzen wir die Segel und gehen gleich mal zum nächsten. Wobei, ja, länger werde ich den Part heute eh nicht machen, weil so lange habe ich heute leider nicht Zeit. Okay, dann schauen wir uns mal das hier an. Genau. Vom Bord gehen, genau. Weil dann kann ich nämlich darüber. Mhm. Nein! Ach komm. Ja, ertrinken werden wir schon nicht. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber... Ich wollte nämlich vorher gerade sagen, ich habe ja nach dem letzten Part abgespeichert und war trotzdem irgendwie nicht da, wo ich eigentlich abgespeichert hatte. So. Sesam, öffne dich. Oh, was ist denn hier? Oh, Gegner. Ja, die müssen wir mit dem Boomerang wieder... Hoppala, nein. Ach so. Oh. Ja, ich rette mich mal dahin. Muss man die zerstören? Bomben? Brauche ich jetzt zwar nicht... Ah, ein Herz. Ja, warum auch nicht? Jawohl, noch einer.
Oder, achso, die kann ich ja, glaube ich, gar, die muss ich dann, glaube ich, immer... Nein, das habe ich jetzt... das habe ich jetzt zu spät gesehen. Hoppala. Ja, aber ich kann hier noch rauf. Genau. Achso, das müssen wir wahrscheinlich mit den Bomben zerstören, oder? Ja, und wir haben wahrscheinlich auch nur eine gewisse Zeit. Ja, zumindest haben wir das eine Mal erledigt. Würde ich mal so sagen. Deswegen, Leute, würde ich hier an dieser Stelle sagen, ich mache den Part mal zu Ende, weil, wie gesagt, ich habe nicht so lange Zeit. Trotzdem bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst eventuell ein Like und einen Kommentar. Oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Wind Waker HD. Bis dahin, macht's gut, Leute.